Ja, was ist der Unterschied, ne? Bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbohren könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer, wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Mir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens. Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihn das Feuer zu bringen und dir Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten, koste es, was es wolle. Also gut.
Möge die Geschichte von Phoenix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Sage es nicht! Ein Gesicht wie... Du weißt schon, so ein Gesicht. Ein kluger Vogel. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Wasserfall, der in die Ägäis strömt. Dünn wie Tantalus. Mit einem Bart. Ich sehe sie ganz deutlich. Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name. Phoenix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Bumm, das ist aber Weitsicht.
Die ist vorwärt weg. Ja. Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Ligyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lohagos! Lohagos! Kannst du mich hören? Es ist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Ligyron? Wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Schwert meines Bruders. Nein! Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Ich hab kein Schwert. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Oben sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Ich habe
noch nie so eine große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil! Nein! Das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Die kann hier überall. Okay. Phoenix' Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Später. Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden.
Sie meinen es aber ganz genau. Das wird in die Hof hier. Ach nee. Das will er nicht. Zwei Stunden später.
das sieht gut. Ah, doch nicht. Komm ich runter. Der Tempel. Ja, aber sie kann ja gleiten, ne? Phoenix spürte Ligyrons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Was ist das? Es riecht wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte! Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Wow. Dich lassen wir noch. Ich glaube, ich sollte mal zur Hauptmission. Oder auch nicht.
Pötter. Ich sollte vielleicht auf normal gehen am Anfang. Oder auch nicht. Ich leg mich gleich mit den Großen an. Ist wieder typisch ich. Kann man gut lernen bei ihm. Wo bist du? Das hilft gar nichts bei dem. Noch nicht so deppert, die Kumble. Ja, die Steuerung ist. Kann man was ändern. Sehr gut.
Mehr. Ja, das ist blöd. Kann sie überhaupt schon sprinten?
Oh merde. Und weg ist der Bär. Puh. Ich bin ein bisschen verrückt. Mein erster Gegner, gleich ein Miniboss. Glaube ich. Ohne irgendwas. Ja, und wie geht Gleiten? Das finde ich irgendwie nicht. Ich meine, ich weiß, dass ich die Flügel noch nicht habe, das ist klar. Thank you.
gibt's denn da? Tschuf. Was hat der Bär eigentlich bewacht, dass er nichts? Schwimmen müssen. Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl. Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Jo, ich hab keine Leben, ne? Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Dieser alte Trick funktioniert bei mir. Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Das war dann wohl Phoenix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Was war das nur für ein seltsamer Ort? Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach! Phoenix war im ja. Ich hasse dich! Aber ist es so nicht spannender? Nein, erzähl weiter! Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal
mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Ah, das ist nett. Eigentlich mal wieder sehen. Wow! Das ist schon ein bisschen weit weg. Ach komm, die Hälfte weg. Ist aber nicht sehr nett. Tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Besonderes in dir.
einer meiner Blitze! Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach wirklich? Die Kämpfe sind schon gut gemacht. Unglaublich. Energie überhaupt auch schwer. Phönix. Mehr als sie ertragen konnte. Tschüss, Sterbliche! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Nachdem sie sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phönix dem Riss siegreich. Vorerst. Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte sie über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren. An vielen Abenden hatte Phönix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phönix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war, spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Ja, das muss sich enden mit dem Sprint. Mein Controller kaputt, so.
Was habe ich jetzt geändert? Ich... Ducken. Ich kann nicht sprinten und ducken gleichzeitig, oder? Erinnert mich an Uncharted, die Musik. Wo bitte soll ich ducken? Zielerfassung. Das schießt mich selbst in den Fuß. Verdammtes Ducken, echt. Beides, die Zielerfassung geht nicht. Fernsicht. Nein, 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 nein. Egal wo, der will nix. Das.
so geht's. Okay. Das bist du. Ach, was willst du denn? Ja, wenn man mit dem B anfängt, fühlt sich alles sehr leicht an. So, kurze Zigarette drehen. Ach komm. Ja. Bitte immer wegfliegen. Darf ich jetzt oder nicht? Ich bin gespannt. Ich habe ungefähr 10 Followers gemacht, nur mit Daisy. Wie viele werde ich wieder verlieren? Die meisten spielen nur Daisy. Ist nicht mein Problem, wenn sie nicht lesen können. So, wohin jetzt? Ja, ohne Ausdauer, das ist mein Tod. Das ist scheiße. Das ist wirklich bei Mom. Was soll das bringen?
Also das mit den Pilzen verstehe ich nicht so. So. Wo ist die Brücke jetzt? Da mal rauf schauen. Singe, o Muse, von Hermes, dem Glückbringer, Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. Es gibt mehrere Flügelis. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, aber ich wollte es schon immer spielen. Das ist riesig. Okay. Aber das sagt man nicht, wie ich das mache. Ne? Wo ist das? Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Ja, na, was ich suche ist... Ja, aber ich muss mich erst einmal... Ich kann nicht einmal runtergleiten noch, ne?
Das in der Luft kann ich gar nicht machen. Viel kann sie ja noch nicht. Ich werde dir helfen. Halt durch. Wo bist du? Ich habe jetzt nichts gesehen. Götter, wenn doch nur Legiron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Schweinchen zum Mittagessen. Olympic. Was macht sie denn da? Mein Marathonlauf. Ich glaube, das geht wirklich darum. Komische Münze. Mit Charons Zeichen. Die hat Typhon auch geklaut. Charon spart doch für eine Brücke. München. Genau. Da fliegt er. Das kannst du ja am besten.
Na, wo rennst? Hühnerkacke. Was soll das mit diesen Schätze? Ich hab noch keine einzigen. Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Was immer denn da so? Glitzerding. Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phönix. Durch pures Glück. Dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Bei den Göttern. Ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades! Heiratet doch, ihr zwei! Guten Morgen. Yeah.
Wow. Doch, nein. Ja, und falscher Knopf. Fast. Wo ist denn der Scheiß? Genau drauf. Jetzt brauche ich wieder eine halbe Stunde.
Ja, man kann zwar alles entdecken, aber es ist so schwer zu finden, wenn man mal da ist. Das mit dem Kompass, das funktioniert nicht so gut. Finde ich. Ich da rein. Nicht. Fast, ne? Am oberen Ende des Turms des Observatoriums konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen. Armillaris Sphari, was? Sie zeigt den Orbit der Planeten und... Ach, weißt du was? Vergiss es.
Wow. Ihre Reise fortsetzte, fragte sie sich, ob die Sterne eines Tages auch ihre Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht, fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht?
Das war nicht hier. Warten das jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen müde, aber wo war das mit... War das woanders? Wo ich ein Gewicht gebracht habe? Wow.
Ja, aber Gesundheit ist verdammt wichtig bei mir, ne? Ja, jetzt habe ich nur noch 3. Zum Klettern aber sehr praktisch. Na gut, ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, dass es weitergeht, aber ich muss erst einmal schlafen gehen. Aber morgen geht es auf jeden Fall weiter. Schönen Abend noch, gute Nacht und bis morgen.